Ja, sollte halt nicht sein, ne? Letzter Spielstand laden. Ja, Schild hat dabei ist, lässt dann sein Schild fahren. Oh, müden, wie willst du denn das schaffen? Die ganze Zeit ausweichen. Oder parieren. Ach. Mein Gott, ne. Also, ich würde dir fast sagen, dieses Gebiet ist ein bisschen hoch. Brauchen wir da gar nicht hin. Ich denke mir hier mal auf Karte. Also unten brauchen wir nicht hin. Da und da. Da versuchen wir lieber die Sachen, die hier oben liegen. Achso, ist der Schleifstein. Da gerade so komisch aus. Also ich würde ja sagen, wir paddeln hier hin. Und schauen, wo wir hingehen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Bin ich auch. So, hier regeneriere dich mal voll. Du gefällst dir mir eh besser, wenn du voll bist. Geralt ist doch immer voll. Ich glaube, das ist das Dorf, ne? Was ich nicht gerettet habe. Banditenlager doch habe ich. So, entweder gehen wir hier bei ihr die Quest ab und kriegen ja neue. Ah, können wir eigentlich mal machen. Versteigen wir dann mal auf. Wir gehen aber hier zu den Ding da. Haus. Nein. Dorf. Und können da mal eben nicht immer verkaufen. Bevor uns zwingt, wieder mit dem Baron zu spielen. Nein. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Nein. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Bitte was? Was ist das denn hier? Feuerklappen. 20. 30. Brauchen wir nicht. Ringe. Oh, ist ganz schön hart. Teuer. Aber lass ja, was damit? Nehmen wir mit. 5. Den besitze ich nicht. Gut. 4er und. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist kack, pups egal. So, erstmal den Mist hier verkaufen. Oh ja, hab ich noch einiges. Nein, war schon richtig. Du kannst hier ruhig weiter da auch weiter verkaufen. Er will meine Flora nicht verkaufen, okay. Selbst diesen Mist kaufst du Liebesbrief. Ja. Den kann man verkaufen. Den kann man verkaufen. Den kann man verkaufen. Verkaufen wir die, die wir schon mal gelesen haben. Müssen wir hier mal ein bisschen durchgehen später. Damit wir die, erstens, ich will die verkaufen nur, damit wir die loswerden. Weil sonst wird es langsam unübersichtlich. Typko scheint mir ja gerade alles zu kaufen. Aber wenn wir die jetzt... Hier haben wir auch manche doppelt, die können wir ja schon abgeben. Ja, wie soll ich sagen? Wenn wir die durchgelesen haben, können wir die alle verkaufen später. Also was weiß ich, ich zeige euch die mal ein paar und dann können wir die wieder verkaufen und... Mist. Das ist besser. Wahrscheinlich schlechter zu sein. Oh. Was? Drei Münzen. Guck mal, eine Münze fehlt noch. Ein Teil verkaufen. Irgendwas, was eine Münze eingibt. Ja, hier ist ein Harz. Kannst hier was kaufen von einem Harz. Ha. Bist du? Aua. Ich
führe schon ganz viele Schläge. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Mein Mann ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Die verzaubert sie, ich sag's auch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn du die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ja. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Typ, ja? Du laberst so viel Kacke. So, nein. Fangen wir wieder an. Nope. Selbst du bist schlechter als das Schwert, was ich habe. Weg. Und du? Ein Silberschwert, was besser ist als meins? Ich habe die Mondklinge. Es macht mehr Schaden, aber alles andere ist schlechter. Vor allem, ich habe 11 Sockel. 11 Sockel, 3 Sockel, Entschuldigung. 3 Sockel, also 2 Sockel mehr. Er macht 19 Schaden mehr. Quinn-Zeichen, dafür habe ich das Jürden-Zeichen. Also 2% mehr. 4% trifft, ich hätte 3. Es ist immer schwächer, schon besser. Gut, wir haben 12 kritische Bonus-Treffer. Habt ihr nicht gesehen. Was bist du ein Meisterwaffe auf der Tutzett? Was ist das? Ja, okay. Oder mal hier mit anstellt. Wir haben den Schmied schon wieder pleite gemacht. Oh, holder Schmied, warum seid ihr denn so pleite? Bis dann. Viel Spaß beim Verkaufen. Kein Monster in deine Nähe, wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfst. Aber wo bekommt man heute noch Knoblauch her? Eine Pocke für jeden, wenn das stimmt. Wie bitte? Die wollen sich Knoblauch in jede Kopföffnung stecken? Klingt sehr logisch, dass das genau so funktionieren wird. Meditation. Mach mal. Zwei Wisser Buffen sind gleich weg, aber egal. Oh, ich wollte, dass die... Ja, komm, steh erst mal auf. So, dann speichern wir nochmal. Ja. Hier schleifen wir kurz Waffe. Und dann rüsten wir das auf und gehen. Zu Kera. Was ist mit deinem Gesicht? Kera. Kehrmaschine. Vielleicht gibt es gut Punkte und wir kriegen Level ab. Was ja auch mal schön wäre. So nach langer Zeit. Finde ich jetzt persönlich. Achso, es liegt beides in eine Richtung. Gut, ich war jetzt gerade verwirrt, weil der... die andere, ja, eine andere Quest wäre. Ah, erstmal hallo Kräutergarten. Habt ihr so begeistert von unserem Besuch? Jedes Mal, wenn wir da sind, klauen wir jegliche Kräuter. Ja. Neue Sachen, die wir klauen können? Ach, die steht da, als hätte sie uns erwartet. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Den Spruch hattest du schon mal gebracht. Die untere Quest, die untere Frage haben wir schon mal gestellt. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze, kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Gut, ich warte. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch, raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Okay.
Der hat uns einfach rausgeschmissen. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Wie kann er gewinnen, Kaifil? Was ich mit der dritten Maus verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, was ist mit der dritten Maus? Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig. Woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Sehr gerne, ich bin keine Weiberheld. Also kriegen wir eine Quest nicht. Klingt verlockend. So verlockend, dass ich wohl nicht ablehnen kann. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. War ja klar. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein, ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion, die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Warum nicht? Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Ach nee, nicht Pferderin, bitte. Komm schon. Ich soll einfach, glaube ich, der komischen Spur da folgen. Naja, machen wir das. Ich hoffe nur noch auf nichts Böses. Ich habe bei diesem Spiel immer Angst vor einer nächsten Quest. Hier sind zu viele Nacktszenen in diesem Spiel. Zu viel, was man zensieren muss. Der Kaiser. Ja! Hey, Cinderella, nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst. Fang mich doch. Oh, okay, wir müssen jetzt. Los, lauf! Ich weiß nicht, wie weit das ist. Hier war ich noch nicht mal. Eine Quest, okay. Nein! Oh. Okay, Gratulation! Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Was? Das war einfach... Du hättest mir sagen können. Du hättest mir einfach sagen können, wozu du diese... Geralt, renn in den Wald und hol meinen Einkauf. Ich will Abendessen machen. Hättest du das gemacht? Wenn ich gewusst hätte, dass ich dafür ein Glas Zurbarana trocknen bekomme, ja klar. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald.
Hm, feiern wir es oder wie das? Na ja, komm, fragen wir nur. Ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Ja, schön, falls du das meinst. Warum ist es dir das wichtig? Warum ist dir das wichtig? Warum kümmert dich das denn? Weil mir die Bedeutung der Studien klar ist, die dort durchgeführt wurden. In den falschen Händen könnten die Ergebnisse großen Schaden anrichten. Tut mir leid. So ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde? Mit gewissen Vorzügen. Oh nö. Also? Mir ist nicht danach. Tut mir leid, es gibt da jemand anderen. Eigentlich das, ne? Ich meine, er ist ja immer noch in Jennifer verliebt. Also, ja, komm, tut mir leid. Treu. Da gibt es schon jemanden. Na und? Oh, Geralt, du bist so altmodisch. Legst du dich wenigstens her und betrachtest die Sterne mit mir? Hm, warum nicht? Tut mir leid. Keine Sexszene für euch. Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein. Es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Ikvane Navr. Hey, ist ja fies. Wo? Oh, die hat uns verarscht. Sie hat Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Ach Gott. Was hat sie nur wieder vor? Ah. Nein, ist es nicht. Hä? Ist das eine Nebenquest? Ach. Ist eine Nebenquest, okay. Dann auf zur Reuseninsel. Ist ja glaube ich auf der Reuseninsel, oder? Ja.